Schönen guten Morgen, kurz vor 5. Das heißt, es ist wieder kurz davor, dass ich zur Arbeit muss. Und ja, also ich muss sagen, ich habe gut geschlafen. Das Laufen gestern Abend war, glaube ich, da auch nochmal wirklich gut, weil dadurch war ich so ein bisschen ausgepowert und dann müde. Man kennt das, wenn man so einen ganzen Tag nicht großartig sich bewegt hat und sowas, wie soll man müde werden? Und da war das Laufen wirklich gut. Ja, heute mal schauen. Also, mein Päckchen mit der Drohne ist unterwegs, sollte heute kommen. Also, war gestern Abend schon in Leipzig. Wenn es nicht Jona Planck oder Felix Barr abfängt jetzt, dann würde es wahrscheinlich bei mir eintreffen. Die Frage ist nur, ist bei mir jemand zu Hause, wenn es kommt? Die Frage kann ich nicht beantworten. Mein Kurzer wollte zwar eigentlich kommen, wollte jetzt da sein, ist er aber noch nicht. Ich hoffe, der wird im Laufe des Vormittags dann hier eintrudeln. Und ja, ansonsten habe ich Pech gehabt. Dann kommt es heute nicht und dann kann ich, also die werden es ja wahrscheinlich nicht bei der Post abgeben, weil es ja eine Expresslieferung ist, sondern werden es versuchen nochmal zuzustellen. Kommt halt frühestens Montag. Und da habe ich Nachtschicht. Das heißt, da könnte ich selber eventuell verpennen. Naja, ich bin da ja nicht so. Ich will ja keine Technik-Review dazu machen. Das wäre dann doof, weil dann sollte man sie so früh wie möglich haben. Und ja, das ist mir wurscht. Aber ich will halt die neue Drohne ausprobieren. Darum brennt es mir. Na gut, ich werde jetzt zur Arbeit fahren. Und wir sehen uns dann, wenn ich da bin. Ja, angekommen bei der Arbeit und eigentlich viel zu früh. Deshalb sitze ich hier jetzt gerade noch relativ entspannt im Auto und harre der Dinge, die da kommen. Aber so sehr viel wird da nicht kommen. Wenn ich sage, ich bin zu früh, dann sind das 5 Minuten. Und ja, ich muss jetzt noch ein paar Minuten warten, bis quasi die Kollegen der Vorschicht raus sind. Und dann kann ich rein. Das sind so, ja, die Sicherheitsbestimmungen einfach. Ja, und dann gehe ich rein, werde meinen Dienstplan machen und los geht's. 8 Stündchen arbeiten und dann irgendwann heißt es Feierabend, ab nach Hause. Beziehungsweise geht's gar nicht nach Hause. Es geht jetzt zu Angie, ja, weil ich Angie was helfen muss, wobei ich sehr gerne nach Hause fahren würde, weil mein Sohn hat mir geschrieben, mein Paket ist angekommen. Naja, gut, ab zu Angie. Jo, ich bin angekommen. Hallo. Jo, und es ist etwas passiert, damit hätte ich nie gerechnet. Ja, was ist denn passiert? Sie hat mich vergessen. Ich habe dich nicht vergessen. Du hast mich vergessen. Nein. Doch. Nein. Du nur essensmäßig ja, habe ich dich vergessen. Ja, nur essensmäßig. Das Wichtigste, wenn man hierher kommt. Ja, ich habe heute nicht gedacht, Till kommt, wir essen zusammen, sondern ich habe heute gedacht, Till kommt, wir fahren dann zum Bauhaus. Nein, Till steht um 4 Uhr auf, geht arbeiten und kommt dann hierher und alles. Voila. Ja, es tut mir leid. Jetzt esse ich eine geklaute Instant-Nudelsuppe. Ja, und er hatte auch schon Erdbeerkuchen und ein Snickers. Und der Erdbeerkuchen war auch geklaut. Es ist alles geklaut, weil es ist bei mir zu Hause. Der sucht auch immer in den Schränken. Wenn der hier kommt, dann guckt er immer erstmal in den Schrank, ob ich irgendwas Neues gekauft habe. Gut, dass wir nichts zweimal machen, sonst müssten wir das jetzt nochmal machen. Wir machen nie was zweimal. Richtig. Nein, nein. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt essen und dann fahren wir in den Baumarkt. Mm. Oh, 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 Baumarkt. Freust du dich schon? Tierisch. So, der interessierte Zuschauer fragt sich jetzt sicherlich, mein Gott, was haben die beiden denn im Baumarkt gemacht? Wir haben Unägel gekauft. Und zwar haben wir, also wir wollen den Versuch starten, damit so eine, ja, aus was für ein Material ist das eigentlich? Strohwand. So eine Strohwand, mehr oder weniger, an die hässliche Wand im Hof dran zu klatschen, damit die hässliche Wand eine schöne Wand wird. Ja,
Und weil da so alter Putz drauf ist und ich die Vermutung habe, dass wenn man da irgendwie drauf klopft, der runterfällt, bin ich mir noch nicht sicher, ob das funktioniert. Aber wir haben auf jeden Fall kleine U-Nägel. Ich hoffe, es funktioniert. Gut, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe ihn jetzt allerdings wirklich nur angeheftet, weil, ich weiß nicht. Man hört es. Also, wenn ich da irgendwie ein bisschen fester dran klopfe, dann fliegt mir alles entgegen. Deshalb muss ich das quasi so ganz leicht nur anheften. Ja, aber sieht ganz gut aus. Kann man lassen. Eine Planänderung, also normalerweise wäre ich ja jetzt nach Hause gefahren irgendwann und hätte gedacht so, ja, ich packe mal mein Dröhnchen aus, aber es ist mal wieder anders gekommen. Mein Sohn hat mich gerade angerufen und hat gesagt so, kann ich heute mit meinem Kumpel bei dir pennen und du pennst einfach bei Angie? Dann habe ich Angie gefragt, ob ich heute hier schlafen kann. Ja, muss ich mir jetzt echt überlegen. Und ich darf. Weil er heute gemeckert hat, weil ich nichts zu essen gekocht habe. Aber dann kriege ich vielleicht noch was. Das ist richtig. Na gut, wir fahren jetzt auf jeden Fall mal zu mir, weil ich brauche Sachen zum Übernachten. Und außerdem, glaube ich, habe ich ein Paket zu Hause stehen, was ich doch gerne auspacken wollen würde. Zu Hause und... Boah, ist das schwer. Ich habe gesagt, ich nehme das mal so locker hoch. Nein. Ja, schmeiß es hin. Ah, wow, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist. Aber wenn ich jetzt nicht auspacken, nehme ich mit. Mache ich ganz in Ruhe nachher. Und eigentlich bin ich hier, um ein paar Klamotten zu holen, dass ich übernachten kann. Also. Was soll ich sagen? Da ist sie, die kleine Neue. So, und ja, bin natürlich sehr gespannt auf die Flugeigenschaften und so, aber heute wahrscheinlich nicht mehr, weil zum einen lade ich gerade meinen Akku, also den ersten, und zum anderen ist es dann schon spät. Also wir haben jetzt 7 Uhr, das heißt, bis der Akku voll wäre und sowas, heute wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werde ich sie mal kurz anmachen, nur um zu hören, wie laut sie ist. Das würde mich nämlich interessieren, aber ansonsten... Ah. Naja, jetzt habe ich so lange Geduld gehabt und habe auf sie gewartet. Jetzt kann ich auch noch bis morgen warten, bis ich dann den ersten Flug mache. Außerdem habe ich eine SD-Karte vergessen. Na gut, ich habe noch die SD-Karte in der anderen Drohne drin. Ich könnte die switchen, aber... Es läuft mir nicht weg. Ich brauche ja nicht... jetzt direkt ein Video zur Drohne machen. Also ich mach's, wie sich's ergibt. Aber ich hab sie. Ich lach mich kaputt. Angie hat gerade mit ihren Karnevalsmädels ein Zoom-Meeting. Und unser Vlogger-Stammtisch ist ja auch immer über Zoom, von dann weiß ich ja, wie das geht. Aber es ist so lustig, den ganzen Mädels zuzuhören. So. Ich stelle mir dann immer so vor, was wäre, wenn wir so reagieren würden beim Vlogger-Stammtisch. So, oh, ich sehe den Frank. Das wäre so geil. Naja, der erste Akku von meiner Drohne ist aufgeladen und oh, mir würde es ja in den Fingern jucken, aber nein, heute nicht. Heute nicht mehr.
Ich werde jetzt schön meine 3 Akkus voll haben. Und morgen werde ich die Gelegenheit definitiv nutzen und werde fliegen, fliegen, fliegen. Na, wie war dein erstes Zoom-Meeting? Chaotisch. Das war sehr, sehr, sehr chaotisch. Wir haben das ja noch nie gemacht. Quasi das erste Mal. Und naja, 7 Frauen. Bei euch ist das so strukturiert. Ich habe ja jetzt schon mehrmals ein Zoom-Meeting mit den Vlogger-Jungs mitgemacht. Da haben die dann einen Host und der sagt dann, ja, Till, was sagst du denn dazu? Und dann spricht einer und die anderen hören zu. Bei uns war das anders. Da hatte jeder was zu sagen und meistens zur gleichen Zeit. Und also haben mindestens 3 Leute gleichzeitig versucht, irgendwas zu sagen. Und naja, es war ein bisschen schwierig. Aber es war trotzdem sehr schön. Ich habe endlich mal alle meine Mädels wiedergesehen. Und ja, wir haben virtuell zusammen was getrunken. Und Happy Birthday für eine unserer Mama Mias gesungen, die gestern 50 geworden ist. Was auch fürchterlich war, weil es ja zeitversetzt war. Wir konnten nicht zusammen Happy Birthday singen. Nein, sie haben quasi die Latenz nicht mit einberechnet. Ja, hallo. Haben wir jetzt nicht gewusst, dass das so ist. Aber ja. Insgesamt war es schön. Und wir werden es in 2 Wochen wiederholen, weil wir können uns ja jetzt die ganze Zeit nicht sehen. Was war das? Die Katze hat irgendwas runtergeworfen. Ja. Ja, wie das so ist. Ja, und ich habe die Zeit genutzt und habe die Drohne aktualisiert. Ja, er sitzt da und seine Augen, seine Äuglein leuchten die ganze Zeit vor Freude. Wir haben alle Akkus geladen und was weiß ich und aktualisiert. Und morgen kann diese Drohne in die Lüfte steigen, nicht wahr, Schatz? Richtig. Richtig. Das werden wir machen. Das werden wir machen. Unbedingt werden wir das machen. Das Wetter soll ja auch schön werden, deshalb seid gespannt. Den ersten Flug. Aber jetzt ist Feierabend. Wir sehen uns morgen. Ehrlich? Gute Nacht. Ciao.